die Ballonfahrt. Ich bin höher. Ja, und jetzt bin ich höher. So, und jetzt bin ich wieder ganz oben. Oh. Das ist ja gerade das Lustige am Wippen. Mal ist man ganz oben, aber dann geht's wieder runter. Doch man bleibt niemals lang oben oder unten. Oh, was ist das für ein Geräusch? Ob das ein Tier gewesen ist? Ein Löwe? Oder vielleicht ein Bär? Oder... Was ist denn? Vielleicht war das ein feuerspuckender Drache. Quatsch, es gibt doch gar keine Drachen, Theo. Aber das hört sich wie ein Drache an. Mit Feuer hat es was zu tun, aber sicher nichts mit einem Drachen. Hm? Seht mal, ein Heißluftballon. Oh, wow. Aber was macht der denn hier, Opa? Das sehen wir uns mal an. Hm? Oh Mann, der ist aber wirklich sehr, sehr hoch. Treten Sie ruhig näher. Holen Sie sich ein Ticket. Unser Angebot gilt nur noch eine Woche. Fahren Sie mit uns weit, weit in den Himmel. Eine Ballonfahrt? Das würde ich auch gern machen. Gut. Wartet hier, Kinder. Der Korb sieht aber sehr klein aus, finde ich. So hoch kommst nicht mal du, Puck. Theo, was ist denn los? Hast du denn gar keine Lust, mit dem Ballon zu fahren? Theo, Elsie, seht mal. Hm? Hier habe ich drei Karten für eine Ballonfahrt. Eine ist für mich, eine ist für Elsie. Toll, danke schön. Und eine ist für Theo. Für wann denn? Morgen früh geht es los. Wie hoch werden wir ungefähr fliegen, Opa? Naja, also 100 Meter dürften es schon sein. Was, 100 Meter? Das ist ja ganz schön hoch. Wenn ich nur daran denke, wird mir schon schwindelig. Ach so. Ach, es geht mir heute gar nicht gut. Oh Mann, Puck. Wie kann ich mich denn nur auf eine Ballonfahrt vorbereiten? Ich will Opa und Elsie auf gar keinen Fall den Spaß verderben. Aber ich habe auch keine Lust, allein hier unten zu bleiben. Jetzt habe ich ja meine Füße auch nicht auf dem Boden. Und mir ist nicht schwindelig. Hey, ich werde es schaffen. Na, das ist doch schon mal ein Anfang. Aber wir müssen noch sehr viel höher. Nein. Nein, das ist nicht hoch genug. Aber ich habe schon etwas weniger Angst. Noch einen Stock höher. Das war's. Höher geht's in diesem Haus nicht, Puck. Mir ist nicht schwindelig. Hurra! Bam, bam. Oh. Oh nein. Nein, ich hab Angst. Das ist mir viel zu hoch. Ich kann das nicht. Theo, was ist? Weißt du, ich habe solche Angst vor der Ballonfahrt, Opa. Ich glaube nicht, dass ich mit euch mitfahren kann. Es ist völlig normal, dass man Angst davor hat, in die Höhe zu gehen. Aber ich weiß ganz genau, wie ich dir da helfen kann. Hallo, Theo. Was kann ich heute für dich und deinen Opa tun? Kreide vielleicht? Vergrößerungsglas? Springbohnen? Nein, nein, danke, Mr. Zoe. Also, wir machen morgen eine Ballonfahrt und, Und Theo muss sich erst an den Gedanken gewöhnen, hoch oben in der Luft zu sein. Oh, da habe ich etwas für dich. Spiel doch einfach ein bisschen mit diesen kleinen Luftballons hier. Vielleicht fällt es dir dann leichter, mit einem großen aufzusteigen. Ja, ist gut. Das ist eine Katastrophe. Noch ein Versuch. Hm.
was ist, wenn das mit dem großen Ballon passiert? Die hier haben mir auch nicht geholfen, Opa. Entweder sausen sie wie wild herum oder sie fliegen einfach davon. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Warum siehst du dir nicht einfach mit Bock ein paar Sachen an, die sich in der Luft befinden? Ja, das kann ich tun. Und dann zeige ich dir jetzt etwas, das dir helfen wird, deine Angst zu besiegen. Versprochen. Was ist denn hoch oben in der Luft? Baumwipfel sind ganz schön hoch, oder? Das scheint ja gar nicht so schlimm zu sein. Und der Drachen ist sogar noch viel höher als die Bäume. Kann der denn noch viel höher fliegen als du, Puck? Hm? So hoch oben zu sein, ist ja vielleicht gar nicht so schlimm. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Na, was ist? Hat es dir denn geholfen, in den Himmel zu sehen? Ein bisschen. Ich habe gesehen, dass es Puck Spaß macht, immer höher und höher zu fliegen. Soll ich dir was sagen? Er ist fast so hoch wie der Heißluftballon geflogen. Und nun zeige ich dir was. Das hier ist ein Heliumballon. Eine Mini-Ausgabe des Heißluftballons. Ist ja toll. So, und nun lass ihn los. Und dann musst du dir ansehen, wie hoch dieser Ballon fliegen kann. Oh, der saust nicht weg und der schwebt nicht weg. Oh, vielen Dank, Opa. Also ich glaube, ich will morgen doch mitfahren. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe die ganze Nacht von Ballons geträumt. So, jetzt sind wir zwei. Jetzt kann es gleich losgehen. Sie weiß, dass ich mich so aufstehe. Wollen wir alle rein? Komm, wir wollen starten. Na komm, Theo, hab keine Angst. Das ist vielleicht unsere einzige Chance, mit dem Ballon zu fahren. Es wird gut gehen, Theo. Du musst einfach an alles denken, was du oben am Himmel gesehen hast. So funktioniert der hier auch. Wir steigen auf und nachher lasse ich ihn wieder hier unten landen. Okay? So einfach ist das. Rauf und runter. Ich will kein Risiko eingehen. Ich werde meine Augen zumachen. Dann wird mir nicht schwindelig. Alle bereit? Na dann hoch mit euch allen! Wie schön! Seht euch das doch mal an! Wow! Unglaublich! Einfach toll! Sieh mal, Theo! Ja, das ist wirklich ganz toll. Na, wie findest du das? Ich kann gar nicht verstehen, warum ich solche Angst hatte. Jeder von uns hat mal Angst vor etwas Neuem, das ist normal. Aber wenn man seine Angst überwindet, dann wird man auch dafür belohnt. Ja! Na, hat's Spaß gemacht? Oh ja, es war super toll. Dankeschön. Ja, es war absolut klasse. Vielen Dank. Ich will noch mal nach oben. Da musst du dich aber etwas gedulden. Es wollen ja noch ein paar andere Leute fahren. Willst du wirklich noch mal in den Ballon steigen, Theo? Ja, natürlich. Ich will noch mal eine lange Ballonfahrt machen. Ohne Seil. Und am Himmel herumfliegen. Und ganz, ganz weit nach oben steigen. Na, da bist du aber sehr viel mutiger als ich, Theo.
Zeos Fototagebuch. Das wird bestimmt ganz toll. Ich kann's kaum erwarten. Ihr zwei seid ja so aufgeregt. Liegt das daran, dass morgen Samstag ist? Ja, das auch. Aber wir sollen auch ein Projekt machen, weißt du? Ein Projekt? Ja, wir sollen ein Tagebuch führen. Wir sollen alles aufschreiben, was wir an einem Tag machen. Die Lehrerin hat gesagt, dass wir uns ganz, ganz große Mühe geben sollen. Also in Mainz werde ich viele bunte Bilder malen. Ich muss meine Buntstifte noch anspitzen. Na dann, bis später. Auf Wiedersehen, Elsie. Eigentlich hatte ich ja auch vor, Bilder zu malen. Aber wenn Elsie das schon macht... Aber vielleicht fällt dir ja noch was anderes ein. Das wird schon. Ich bin sicher, dass du noch was anderes findest. So, ich stelle den Auslöser auf Automatik. 3, 2 und 1, Streifen! Wer ist denn die entzückende Dame, die neben dem gut aussehenden Kerl steht? Was ist denn das? Das hier ist unsere neue Kamera, Zeo. Nun können wir Fotos machen, so oft wir nur wollen. Oh ja, Fotos! Darf ich sie benutzen, um Fotos für mein Tagebuch zu machen? Brauchst du unbedingt Fotos dafür? Nein, aber Elsies wird mit Sicherheit besonders schön, weil sie Bilder reinmalen will. Und meins soll auch besonders schön werden. Na ja, Bitte! Also, wenn wir dir erlauben, die Kamera zu benutzen, dann musst du uns versprechen, ganz besonders gut auf sie aufzupassen. Sie ist funkelnagelneu. Ich verspreche es! Na gut, dann bitte sehr. Vielen, vielen Dank! Wuhu! Ja, ja! Wir zwei müssen ganz vorsichtig mit der Kamera sein. Sie ist noch neu. Am besten tue ich sie in die Tasche, wenn ich sie nicht benutze. So, Pock, dann gehen wir jetzt mal los und machen Fotos für einen Tag in meinem Leben. Oh, hallo, Zeo. Hilf mir doch mal beim Kuchenbacken, ja? Oh ja, furchtbar gern. Dann kann ich ja davon gleich ein Foto machen für mein Tagebuch. Streifen. Papa, was machst du denn da? Das Auto hat so komische Geräusche gemacht. Jetzt will ich mal nachsehen, ob irgendwas mit dem Motor nicht stimmt. Kann ich dir helfen? Ein Foto machen? Natürlich. Holst du mal die Taschenlampe aus dem Werkzeugkasten und leuchtest hier rein? Das würde mir helfen. Ja, das mache ich gern. Hier ist sie. Gut, danke schön. Streifen! Hallo Mama, wem gehört das Fahrrad? Das ist ja schmutzig. Das ist meins. Ich habe es schon lange nicht mehr benutzt. Ich denke, ich werde es verkaufen. Das Wasser ist aber wirklich sehr schmutzig. Ja, ich brauche dringend frisches Wasser. Ich werde dir Wasser holen. Vielen Dank, Zeo. Guten Morgen. Wie läuft's mit dem Tagebuchprojekt? Das läuft toll. Ich habe schon sehr viele Fotos gemacht. Hier, sieh doch mal. Oh. Fantastisch. Das erinnert mich daran, dass ich auch mal ein sehr eifriger Fotograf gewesen bin. Hier, sieh doch mal, die habe ich vor langer Zeit gemacht. Hey, der Laden von Mr. Zoe. Ich gehe zu seinem Laden und werde auch ein paar Fotos von ihm machen für mein Tagebuch. Gut, aber vorher musst du noch deine Mama fragen. Darf ich schnell
Mr. Zoe gehen? Ich möchte ein Foto von ihm machen. Ja, ist gut, Theo. Aber komm dann gleich wieder. Hallo, Elsie. Hallo, Theo. Ich habe schon 17 Bilder gemalt. Und ich darf Papas funkelnagelneue Kamera benutzen, um Fotos für mein Tagebuch zu machen. Und jetzt gehe ich zum Laden und mache ein Foto von Mr. Zoe. Ich brauche noch ein paar neue Buntstifte. Ich komme mit dir mit. Mr. Zoe! Tag, Theo. Hallo, Elsie. Was kann ich denn heute für euch tun? Ich brauche bitte ein paar neue Buntstifte, Mr. Zoe. Danke. Gut, und was ist mit dir, Theo? Brauchst du auch Buntstifte? Nein! Ich muss ein paar Fotos für mein Schulprojekt machen, wissen Sie? Dürfte ich Sie vielleicht mal fotografieren, Mr. Zoe? Was? Du willst ein Foto von mir machen? Ja, aber natürlich, sehr gern. Oh, das finde ich nett. Hm? Hey, sie ist weg! Was ist denn weg? Die Kamera! Ich habe sie verloren! Oh nein! Ich habe versprochen, dass ich auf sie aufpasse. Jetzt kann ich mir von Mama und Papa bestimmt nie wieder was ausleihen. Hm. Denk mal darüber nach, wo du überall warst. Dann laufen wir zurück und finden sie. Das ist eine sehr gute Idee. Komm mit! Wo kann sie nur sein? Was, wenn ich sie irgendwo liegen gelassen habe und sie gestohlen wurde? Also hier ist sie leider auch nicht. Wo warst du denn, bevor du zu Mr. Zoe gegangen bist? Nirgendwo anders. Ich war nur zu Hause. Dann ist die Kamera irgendwo bei euch im Haus. Nun sehen wir danach, wo du Fotos gemacht hast. Aha. Hast du was gefunden? Oh ja, ich habe herausgefunden, wo das Problem liegt. Aber ich weiß nicht, wie ich es reparieren soll. Gib mir die Kamera, Theo. Wieso willst du die Kamera? Wenn ich ein Foto von dem Motor mache, dann kann ich es dem Mechaniker mailen und der kann mir dann sagen, was ich tun soll. Die Kamera? Ja, ja, okay. Dann hole ich sie schnell. Hallo, Theo. Na, wie findest du es? Das sieht echt wie neu aus. Mhm. Ich werde bestimmt einen Käufer finden. Ich muss es nur fotografieren und eine Anzeige schalten. Wo ist denn die Kamera? Ach, ich denke, sie wird in der Küche liegen. Ich werde sie dir gleich mal bringen. Ich weiß genau, dass ich in der Küche fotografiert habe. Da bist du ja. Ich freue mich so sehr darüber, dass mir mein Kuchen richtig gut gelungen ist, dass ich mir vorgenommen habe, ihn für einen Backwettbewerb anzumelden, wisst ihr? Ich brauche ein Foto davon. Würdest du eins machen mit der Kamera? Ja, das kann ich machen. Dann hole ich sie schnell mal. Sie liegt in meinem Zimmer. Theo, möchtest du eventuell für dein Tagebuch ein Foto von mir machen? Vielleicht ein Actionfoto. Was hältst du davon? Eine gute Idee. Also hier habe ich mein erstes Foto gemacht. Dann wird sie auch bestimmt hier rumliegen. Nein, hier im Zimmer ist sie nicht. Das bedeutet, dass ich sie wirklich verloren habe. Hast du sie irgendwo anders mit hingenommen? Nein, nein, ich habe nirgendwo anders fotografiert. Aber ich war noch in der Werkstatt. Theo, wo ist die Kamera? Ach, es tut mir ja so leid. Ich habe sie verloren. Aber wo denn? Naja, also, ich war vorhin... Nein, du hast sie gar nicht verloren. Du hast es vorhin so eilig gehabt, dass du die Kamera bei mir in der Werkstatt vergessen hast. Sieh mal, hier ist sie. Es tut mir sehr leid, dass ich so nachlässig war. Ich verspreche, dass ich beim nächsten Mal besser aufpassen werde. Also, falls es ein nächstes Mal gibt. Bitte! Das hier hilft dir vielleicht, sie nicht nochmal zu verlieren. Vielen Dank, Opa. So, und nun stellt euch zusammen. Ich will euch fotografieren. Sagt Streifen! Streifen! Okay. Mein Tagebuch ist fertig.
Und die Kamera ist nicht verloren gegangen. Theo und der Valentinstag. Schönen guten Morgen, ihr zwei. Morgen, Papa. Mua. Was soll denn das? Heute ist Valentinstag, Theo. Da soll man jeden küssen, den man liebt. Küssen? Dann willst du deine Valentinskarte wohl auch nicht. Danke, Mama. Die ist auch von mir, Theo. Die ist aber lustig, danke. Ach, hier seid ihr. Seht doch mal, was ich von Opa bekommen hab. Ja, und ich verschenke noch was. Das hier ist für Uroma. Und ich werde es ihr gleich nach oben bringen. Ich wünsche euch allen einen ganz schönen Valentinstag. Hallo, Theo. Tag, Elsie. Einen schönen Valentinstag. Dankeschön. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Theo ist mein Freund, das weiß ich genau. Das ist aber wirklich total schön. Das Gedicht ist von mir. Schön, dass es dir gefällt. Es tut mir so leid, dass ich keine Valentinskarte für dich hab, Elsie. Die für Mama und Papa habe ich auch völlig vergessen. Na, dann bastel doch einfach eine Karte. Ich müsste mehr als eine Karte machen. Also eine für Uroma und natürlich auch eine für Oma und Opa. Das sind schon drei Karten mehr. Ich habe eine Idee. Du bastelst einfach eine große Karte. Für deine ganze Familie. Die Theo-Familien-Valentinskarte. Das ist eine super tolle Idee. Ich glaube, hier muss irgendwo ein Familienfoto drin sein. Du, Theo, bist du das hier? Ja. Hier, sieh mal. Du und ich. Hey, das ist ja dein Opa mit seinem Rennrad. Da hat er aber eine komische Frisur. Ach, aber ich finde hier nirgendwo ein Familienfoto. Es geht schneller, wenn du eins malst. Auch eine gute Idee. So, ich bin fertig. Mehr Leute hätten auch nicht auf die Karte raufgepasst. Aber das Bild ist längst nicht so schön wie eine echte Valentinskarte. Aber du könntest doch deine Karte in einen Rahmen stecken, dann sieht's aus wie ein Bild. Ja, und den Rahmen könnte ich noch dekorieren. Mit irgendwas ganz Besonderem, was mit meiner Familie zu tun hat. Wir müssen uns merken, wo wir alles hergeholt haben, damit wir später auch wieder zurücklegen können. Also Uromas Seidenfaden war in ihrem Nähkörbchen. An wen hast du denn bei diesem Bild gedacht? Na, an meine Mama. Sie isst so gern Bananen. Und immer wenn ich den Magnet-Smiley im Kühlschrank sehe, muss ich an sie denken. Und die Briefmarke gehört zu Papa. Die habe ich drüben in der Schublade gefunden. Und die kleinen Herzen habe ich in der Küche gefunden. Die passen zu meiner Oma. Damit dekoriert sie ihre Kuchen und Kekse. Und Opas Bindfaden und das Tütchen mit Blumensamen habe ich auf dem Gartentisch draußen gefunden. Alles klar. Und an wen hast du bei den Eiswaffeln gedacht? Na, an mich natürlich. Du weißt doch, dass ich Eis mag. Das mag ich auch. Na, ihr zwei, ich suche gerade meinen Bindfaden. Und meine Blumensamen habe ich auch irgendwo verbummelt. Ich weiß doch genau, dass ich sie hier irgendwo hingelegt habe. Wir bringen lieber alles weg, damit keiner merkt, was wir hier machen. Ach, ich dachte, dass ich hier vielleicht meine Kuchendekoration finde.
Die kleinen Herzchen, wisst ihr? Hm. Na ja, dann müssen sie wohl in der Küche sein. Ob deine Familie böse ist, dass wir uns ihre Sachen ausgeliehen haben? Das glaube ich nicht. Wir geben ja alles zurück. Na los, gehen wir in den Garten. Denn im Garten wird uns bestimmt keiner stören. So, und den lustigen Smiley packe ich zu Mamas Füßen. Der Bindfaden sieht aus wie die Haare von deinem Opa. Hallo, Kinder. Weißt du, wo meine Briefmarke ist, Theo? Hallo, Papa. Oh, das sieht ja interessant aus. Opa hat doch so viele Briefmarken. Ja, eine gute Idee. Ich borg mir eine von ihm. Ich glaube, wir sollten deine Valentinskarte irgendwo anders machen. Fertig? Das ist die Theo-Familienkarte. Ach, sieh mal, Pock will uns da irgendwas geben. Klar, wahrscheinlich will er uns damit sagen, dass hier überhaupt nichts von ihm dabei ist auf meiner Familienkarte. Dankeschön, Pock. Deine Feder macht das Bild noch sehr viel schöner. Und dir danke ich auch, Elsie. Ohne dich hätte ich das überhaupt nicht geschafft. Nichts zu danken. Ich mag Valentinskarten sehr gern. Oh, ich muss nach Hause, wir essen gleich. Ich hoffe, dass deine Karte allen sehr gefällt. Bis dann und vielen Dank nochmal, Elsie. Hat Spaß gemacht. Aber es gibt da noch jemanden, für den ich keine Valentinskarte gemacht habe. Ja. Hä? Was ist da, Theo? Ich meine das hier. Ein Foto von Elsie und mir. Also, das ist aber wirklich ein sehr schönes Foto von euch beiden. Was hast du damit vor? Damit will ich ein Geschenk für Elsie zum Valentinstag machen, weißt du, Opa? Ja, das ist eine sehr schöne Idee. Aber in einem Rahmen wäre das Bild noch viel schöner. Na, dann komm mal mit. Ich habe genau das Richtige. Aha. Sehr gut. Das passt ja ganz perfekt. Ich wusste, dass ich diesen Rahmen irgendwann brauchen würde. Dankeschön, Opa. Gut, dann bring's ihr gleich mal. Nein, noch nicht. Ich will den Rahmen noch ein bisschen dekorieren, bevor ich ihr das Bild schenke. Das gefällt mir. Das hast du sehr geschickt gemacht, Theo. Also, jetzt kannst du es doch Elsie geben. Nein, nein, Opa. Eine Sache fehlt jetzt noch. Rosen und Veilchen, die riechen ganz stark. Ich gehe immer gern mit dir in den Park. Das ist dir gut gelungen. Bravo, Theo. Aber Elsies Gedicht für mich war noch viel, viel schöner. Ihrs war einfach perfekt. Dann mach doch einfach ein anderes. Ist gut. Rosen sind rot und Eiscreme ist blau. Nein, das ist doch Blödsinn. Warte mal. Rosen sind rot und alle Tulpen sind gelb. Ach, also mir fällt nichts ein, was sich auf gelb reimt. Außer Geld vielleicht. Jetzt kommt ihr zwei. Das Essen ist fertig. Die Wiese ist grün. Ich finde dich schön. Ich sehe so gern Mäuse, doch nicht so gern Läuse. Dankeschön, mein Junge. Ich finde deine Karte toll. Die ist für alle, die ich lieb habe. Ach, und ich finde deine Idee auch so hübsch, lauter Sachen neben uns ranzukleben. Ich habe alle Sachen gesucht, die typisch für euch sind. Ich bin froh, dass ich jetzt mein Smiley wieder habe. Und ich freue mich über die Briefmarke. Du kannst sie zurückhaben, Papa. Denn ich habe sie ja nur für das Bild gebraucht. Nein, nein, ich werde sie dran lassen. Jetzt weiß ich ja, wo sie ist. Und meine Herzen sollen auch da bleiben, wo sie sind. Die sehen entzückend auf deinem Bild aus. Gut, danke, Oma. Und meine Frisur gefällt mir ausgezeichnet. Du bist wirklich ein sehr lieber Junge. Das ist die schönste Valentinskarte, die ich jemals gesehen habe. Das muss ich sagen. Ich wünsche uns allen einen ganz tollen Valentinstag. Hey, Theo, hat sich deine Familie über deine Karte gefreut? Ja, ja, und wie? Das hier habe ich für dich gemacht, Elsie. Schönen Valentinstag.
Rosen sind rot und Veilchen sind blau. Elsie ist die coolste, das weiß ich genau. Die Blumen sind schön, das weiß alle Welt. Du bist meine Freundin, was mir sehr gefällt.